Herzlich willkommen zu einer kleinen Produktvorstellung respektive Digitalisierung. Heute geht es um die Frage, wie schaffe ich es bei Polar G respektive Faller die Wechselstrommotoren digital zu betreiben. Das ist natürlich ein immenses Problem, da im Digitalbetrieb alles mit Gleichstrom läuft, die Decoder auch nur Gleichstrom ausgeben und richtigen Wechselstrom mit Sinuswelle, wie man den bei den alten Trafos früher hatte, ist nicht vorhanden und es ist nur sehr umständlich, einen externen Trafo zu nehmen und darüber eine separate geschaltete Versorgungsspannung zu machen. Aus diesem Grunde ist die Software erweitert worden von dem MDC-Decoder, von dem MX-Ion MDC. Den sehen wir hier. Dieser universelle Motordecoder ermöglicht es jetzt, indem wir CV117 auf den Wert 1 setzen, am Motorausgang eben solche Wechselstrommotoren zu betreiben. Hier in der Vorstellung handelt es sich um den Wechselstrommotor einer Polar G Bahnschranke. Ja, das sind die motorisierten Bahnschranken. Und hier muss nur eine kleine Änderung vorgenommen werden. Dieser Schalter funktioniert nicht mehr, beziehungsweise das war ja die Endabschaltung. Das läuft jetzt in dem Fall nicht mehr. Das können wir abklemmen hier. Wir schließen den Motor direkt an den Decoder an. Das geht ans Gleis. Wir setzen CV117 auf den Wert 1 gemäß Bedienungsanleitung für Wechselstrommotoren. Dann in diesem Fall würde es jetzt nach reiner Zeitsteuerung funktionieren. Wenn wir jetzt mit Endkontaktabschaltung arbeiten möchten, ist nicht nötig, aber kann man machen, dann können wir diesen Schalter sogar benutzen. Der mittlere Draht kommt dabei an den Minuspol und die beiden äußeren Drähte kommen an die beiden Kontakteingänge. Und dann ist es möglich, auch die Kontakte mit zu benutzen. Hier müssen wir CV49 allerdings auf den Wert 1 setzen, damit wir Kontakt aktivieren. Ich zeige hier einmal das Beispiel. Es ist jetzt im Weichenmodus mit einer Fahrzeit von 5 Sekunden ohne Kontakte eingestellt. Und wenn ich jetzt die Weiche aktiviere, dann fährt der Motor. Oder auch nicht. Wenn ich jetzt die Weiche schalte, dann fährt der Motor. Wir sehen das an dem kleinen Rad dort. Er fährt 5 Sekunden. Sehen auch hier, wie der Schalter schaltet und das Schalterelement entsprechend dann, wenn man jetzt mit Kontakten fahren möchte, das System abschalten würde.